Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Und jetzt reden wir mit Ardos. Du. Ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte, du... Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte, dass du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh, ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte, von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth? Eine Scheibe? Oh. Du meinst das alte Ding hier? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Dann kommt der Minotauros. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Das habe ich dir doch versprochen, oder? Du bist wirklich der beste Söldner. Dein Pater und ich sind bald wieder zurück. Ja. Gehen wir zum Eingang und testen die Scheibe aus. Der Vater ist wahrscheinlich tot, da hat er eigentlich recht. Sieht aus wie ein Teil von Theseus Rüstung. Mal beschleunigt. Okay, speichern. Und dann, wir sehen uns später, Junge. Kante. Ladebildschirme. Das ist nicht Minor. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Bei den Göttern. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wo er hinführt. Die Geschichten sind wahr. Also zumindest in dieser Spielwelt. Eine Kreatur des Zorns tat dies. Ja.
Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. Aber die Spur geht doch hier hin. Der hat mich so ein bisschen an das Predator-Spiel. Ach du Scheiße. Verdammte Minotauros! Und auf geht es! Verdammt. Was passiert jetzt? Oh.
Okay, Feuer scheint ganz gut gegen den zu gehen. Nein, er hat mich erwischt. Alter, ist ja wild. Nein, nicht nochmal, nicht nochmal. Nervst, Junge. Stolz auf mich. Krasser Kampf. Also die, allein diese Geschwindigkeit dann von dem Minotaurus noch zum Ende hin. Puh. Der Minotaurus ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Es tut mir leid, Ardos. Leid? Warum? Hör zu. Du sagtest, du bringst ihn zurück. Lügner! Geh sofort wieder zurück und finde ihn! Ardos. Du hast es versprochen! Er ist tot, Ardos. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Nimm das als Erinnerung an ihn. Vaters Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldner. Ohne Pater.
Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es heraus. Gemeinsam. Ablos. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldner. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ablos. Das klingt gut. Wir haben den Minotaurus besiegt. Trophäe erhalten, ein irrsinniger Sieg. Scheibenstahl ist schon gut. Und dein Amulett. Welches Amulett? Und deine Ringsammlung. Du hast sie also. Und die Aufzeichnungen. Die waren noch nicht fertig. Bei den Göttern. Du kannst nicht immer zu stehlen, Ardos. Aber ich kann es so gut. Und ich bestehle nur die, die es verdient haben. Ich hatte es nicht verdient. Du hast mich jahrelang ignoriert. Nun, ich... Du hast recht. Ich war nicht für dich da. Vielleicht hatte ich ganz es verdient. Ganz genau, oder? Ganz zu schweigen von dem Gold. Was? Ardos! Na, aber du hast doch nichts von dem Söldner gestohlen, oder? Ha! Wer kann das wissen? Sie werden alle sterben. Sobald ich herausfinde, ob er was gestohlen hat. Alter, 99? Was? Okay, das heißt aber, wir sind hier ja erstmal soweit fertig. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt nach da überhaupt gerannt sind. Wir könnten noch eine Schlacht machen. Ich sehe jetzt aber keinen Sinn da drin. Andererseits müssen wir sowieso darunter. Mal gucken. Vielleicht machen wir die Schlacht mit. Gibt ein bisschen Geld, das können wir gut gebrauchen. Wenn das nicht der mächtige Söldner... Das hängt ganz davon... ...fähige Söldlinge wie du. Mein Schwert und meine... Das höre ich. Oh, brauche ich nur noch zwei für diesen Move?
Tatsache. Wahrscheinlich, weil ich das Horn des Minotaurus habe. Oh, cooler Move. Geht nur gerade auf die falsche Person. Ah, sehr schön. Damit haben wir diese Schlacht auch geschafft. Ich weiß nicht, ob sich das gerade lohnt, aber naja. Jetzt ist das Pferd da. Na los! Dass er manchmal einfach irgendwie festhängt und nicht weiß, wie er weiter hoch soll. Sehr, sehr seltsam. Tja, in der Folge ist eine ganze Menge passiert. Oder so viel nicht, aber dafür sehr, sehr wichtig ist. Der Minotaurus wurde von uns besiegt. Und wir haben noch in einer Schlacht gekämpft. Und jetzt natürlich hier an diesem schönen Ort verabschiede ich mich für diese Folge. Und sicher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.